Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Warum Entpolitisierung der Justiz? Relativ einfach. Herrscher dieser Welt haben schon immer dazu tendiert, ihre Herrschaft zu festigen, möglichst noch auszudehnen und Hemmnisse auf diesem Weg zu beseitigen, und zwar ohne Rücksicht auf Verluste. Im Laufe der Entwicklung wurde deswegen die Gewaltenteilung entwickelt, wobei insbesondere der unabhängigen Justiz die Aufgabe zukam, die Gewalt der Herrscher im Zaum zu halten, die Bürger vor ihnen zu schützen. Nun ist das mit der Unabhängigkeit der Justiz so eine Sache. Als die in Preußen eingeführt wurde, soll der damalige Justizminister gesagt haben, die Richter könnten von ihm aus gerne unabhängig sein, solange er es sei, der über ihre Beförderung entscheide. An dieser Lage hat sich bis heute nichts geändert. Und wir haben nicht nur die damalige Herrscherschicht entsorgt, wir haben eine neue. Wir haben sogar ein politisches System neu eingeführt, das die Parteiendemokratie. Gleichwohl ist das frühere, sagen wir mal, königliche Privileg heute unter der Flagge der demokratischen Legitimation fröhlich am Leben. Genauso am Leben ist die frühere Sitte, dass man die absolut entscheidenden Spitzenämter in der Justiz mit den eigenen Leuten besetzt, also mit den Angehörigen des Herrscherkreises. Ein früherer Chef von mir, seinerzeit hieß der Generalstaatsanwalt beim Landgericht Berlin, meinte mal bezogen auf die Richter am Bundesverfassungsgericht, das seien doch alles nur mehrheitlich als Richter verkleidete Politiker. Als hätte es eines Wahrheitsbeweises bedurft, hat dieses Hohe Haus in der letzten Woche mit großer Mehrheit einen aktiven Berufspolitiker in das Bundesverfassungsgericht gewählt. Das weckt einen bösen Schein. Da kann der Kollege untadelig sein, wie er will. Es hat ein Geschmäckle und es erweckt den Anschein einer politisierten Justiz. Eine politische Justiz wäre aber sehr gefährlich, denn sie fällt nicht mehr der Regierung in den Arm, sondern sie bekämpft die Opposition. Die Antwort kann nur sein, die Politik sollte ihre Finger raus aus der Justiz nehmen. Wir stellen uns vor, das ist Inhalt unseres Gesetzentwurfs, dass die Richter am Bundesverfassungsgericht künftig aus Bundesrichtern, Bundesanwälten und Hochschullehrern bestehen sollten, nicht mehr teilweise aus Politikern, dass sie gewählt werden sollen von einem aus den Richtern des Bundesverfassungsgerichts, den Bundesrichter und den Bundesanwälten zu wählenden Wahlausschuss und dass dieser auch über Ernennung und Beförderung dann zu entscheiden hat. Das hat auch zu gelten für die sonstigen Bundesrichter, deren Kandidaten aus der Justiz ausschließlich zu kommen haben. Vergleichbares hat für die Oberlandesgerichte zu gelten, deren Besetzung. Die Generalstaatsanwälte sollte man auch nicht vergessen, ohne Kläger kein Richter. Die sollten von dem Weisungsrecht der Justizminister befreit werden. Sie sollten richterliche Unabhängigkeit bekommen und sollten ebenfalls nach den Grundsätzen der Richterwahl gewählt werden. Nicht zu vergessen die politischen Beamten. Es gibt nur für sehr wenige politische Beamte eine Rechtfertigung. Parlamentarische Staatssekretäre, absolute Ministerspitzen und Presse, Regierungssprecher. Alle anderen Beamten müssen nicht ständig mit der Regierungslinie übereinstimmen. Sie sollten Beamte auf Lebenszeit sein. Ein solcher Beamter auf Lebenszeit hat die Möglichkeit, auch mal Nein zu sagen. Das ist übrigens auch die Pflicht eines Behördenleiters. Und wer von heute auf morgen seines Amtes enthoben werden kann, dem wird es sehr schwer gemacht, auf Recht und Gesetz zu bestehen und seine Auffassung. Der Fall Maaßen hat unrühmliche Wirkung entfaltet im gesamten Staatsapparat. Da können Sie sicher sein.
Wir sehen uns im Ausschuss. Vielen Dank. Vielen Dank, Roman Reusch. Nächster Redner, Dr. Volker Ulrich für die CSU-CDU-Fraktion.